Was das Auge sieht, muss nicht immer wahr sein. Sehen Sie sich diese Skizze eines Männerkopfes an. Wirkt dieser Mann auf Sie ehrlich? Meme-Container. Was ist mit der Kugel der Verwirrung? Alter, ernsthaft, halt! Hey! Hey. Hey. 1995 gelangen sensationelle Filmaufnahmen an die Öffentlichkeit. Sie sollen aus dem Jahre 1947 stammen. Die Bilder zeigen ein eigenartiges, lebloses Wesen. Auffällig an dem Wesen ist sein riesiger Kopf. Die Geschlechtsteile fehlen. Ich habe meine Nummer, seit ich YouTube mache, 4-mal gewechselt. Achso. Das hilft aber nichts. Also ich habe die Schnauze voll. Darfst du nicht immer irgendwelchen Weibern deine Nummer schicken, weil du spitz bist. So. Naja, mittlerweile habe ich meine 2, von daher brauche ich da... Nee, warum nenne ich die Hater Schmetterling? Weil ich ihnen eine schmetter und sie dann liegen. Ey, der ist gut, den muss ich bemerken, Alter. Ey, du Schmetterling. Was bist du Schmetterling? Weil ich dir eine schmetter und dann liegst. Schmetterling. Das war eigentlich super. Gut, ihr wollt mich also besiegen. Ihr habt meinen Hauptaccount besiegt. Von mir aus. Und der Drache wird wie immer auferstehen aus dem Feuer, ähnlich dem Phönix. Deswegen Drachenphönix. Drache, was hast du so im neuen Jahr vor? Mit onanierend nackt durch die Stadt rennen? Blöde Frage, blöde Antwort. Lieber Arsch oder Brüste? Das ist eine coole Frage. Und eine vernünftige Frage vor allem. Das ist immer schön, dass mal Fragen auch so gestellt werden. Sehe mittlerweile echt gut aus. Voll der Balli, bitte. Ja, wie auch immer. Es ist halt wirklich auch wie voll das Viech, ne? Voll die Piratenpizza. Ja, eine Diavolo. Pizza Diavolo. Eine Piratenpizza. Eine Piratenpizza. Mit Goethe habe ich nie was am Hut gehabt. Habe auch den Film nie gesehen. Das ist Fuck you Goethe, habe ich nie gesehen. Dankeschön. Übrigens, meine Zähne dürften heute wieder blitzen. Und ich möchte jetzt in Ruhe essen und meine Serie weiter gucken. Der Polizist, der Polizist, der fängt den Räuber ein. Der Polizist, er fängt den Räuber ein. Drache und Jesus sitzen an der Bar und nebeneinander. Da sagt Jesus zur Drache: Tja, ich bin für euch alle gestorben. Da sagt Drache zu Jesus: Tja, scheiße gelaufen, was? Wasser, Erde, Feuer,
Luft. Au. Give not up. I give not over. Over, not over ist hoch. Wie auch immer. Du Schmusi, ich bin jetzt gerade am Aufnehmen. Am Streamen, besser gesagt. Warte auch gerade auf meinen PCR-Ergebnis. PCR-Ergebnis? Was ist denn ein PCR-Ergebnis? Jetzt ist es eingerissen. Das war die Packung. Und hier ist meine... Mal kurz gucken, ob die richtig rum ist. Meine nagelneue Grafikkarte. So, schauen wir mal, was oben drauf steht. Zuerst mal steht links oben Republic of Germans drauf. Also, dass es aus deutschem Markt anscheinend ist. Republic of Germans. Passiert, dass ich eine neue Welt anfange, ganz normal im Survival Mode, auf Normal und dann rumrennen und da ein bisschen was baue halt. Ich werde das Ganze mal Challenge nennen, wir nennen es über. Bei deiner Frage, Lisa, von gestern, was ich noch heute Schönes mache, ich habe noch die Banane gewürgt. Die größte Waschanlage der Welt reinigt bis zu 300 Fahrzeuge pro Stunde. Einmal das Beste mit der Innenreinigung. Ein Handwachsgleich auch dazu bei Ihnen? Nein, bei dem Auto nicht mehr. Okay. Waschen, wachsen, föhnen im Akkord. Nur 30 Sekunden für jeden Arbeitsschritt. Stress hinter den Kulissen, eine defekte Pumpe. Der Druck könnte abfallen, wir würden nicht die Wassermenge kriegen, die wir brauchen. Der krasse Gegensatz. Handwäsche im Familienbetrieb mit Zusatzservice für Dellenentfernung. Das, was erst hier eine Delle war, das ist jetzt eine Beule. Die schlage ich jetzt wieder rein. Und Autoversiegelung für fast 1000 Euro inklusive Frontscheibe. Zwischen 50 und 60 km/h perlt das Regenwasser ab. Es geht wirklich darum, dass niemand mitbekommt, wo ich rumgurke. Und deswegen auch neutraler Hintergrund. Ja, ich versuche auch hier und da mal zu streamen. Auch mit einem neutralen Hintergrund, aber aktuell ist es ja so, dass die Hater ja sogar versuchen, anhand von Wetterdaten, Lichteinfall und so weiter rauszufinden, wo ich bin. So, hier ist das Licht an, hier ist es hell draußen, aber man weiß es halt letzten Endes nicht, weil man eben nur den neutralen Hintergrund sieht. Und so soll es auch sein. So, im Hintergrund Geräusche von Vögeln, von...